Sie helfen Menschen in Not. Ehrenamtlich. Bei jedem Wetter. In jedem Gelände. Ein Sommer bei der Bergwacht im Schwarzwald. Einsatz für die Bergretter. Ein Wanderer ist gestürzt und hat sich das Bein gebrochen. Ohne die Hilfe der Bergwacht kommt er diesen Steilhang nicht mehr hinunter. Caro Schütz hilft in ihrer Freizeit, so wie alle Bergretter. Hauptberuflich ist Caro Ärztin. Ihre Erfahrung kommt dem Patienten bei diesem komplizierten Bruch zugute. Ist das Gefühl da in den Zehen? Wir würden da gerne eine Schiene drum machen und den Fuß auch direkt versuchen, ein bisschen wieder zu reponieren. Ja? Wie ist das passiert? Ein Fehltritt und weggerutscht mit dem Fuß, der ist aufgekommen und hat es geknackt. Und dann hinter Fuß ein verschiefter. Caro verabreicht dem Mann Medikamente. Ich gebe erst so ein bisschen was zur Beruhigung und dann was, was so ein bisschen die Schmerzen wegmacht. Es kann sein, dass Sie so ein bisschen das Gefühl haben, dass es jetzt alles hier ganz bunt wird und die Farben ganz schön werden. Das wirkt nicht besonders lang, ja, das Medikament, also keine Sorge. Das können Leute, die würden sich drüber freuen. 5 auf 5. Noch kann der Wanderer lachen. Aber Ärztin Caro gibt die Schmerzmittel aus gutem Grund. Sie will die gebrochenen Knochen noch vor Ort richten, mitten im Wald. So, jetzt bin ich soweit. 1, 2 und 3. Ein schneller, kräftiger Ruck. Und der Unterschenkel ist wieder gerade. Das ist dann doch ein bisschen zu viel für den Kreislauf des Patienten. Er braucht Sauerstoff. Der Mann muss jetzt schnell ins Tal und weiter ins Krankenhaus. Caro gibt erneut ein Schmerzmittel. Das darf nur sie als ausgebildete Ärztin. Habt ihr schon geklärt, ob wir das steile Stück runtergehen oder das so lange? Das ist eine Verletzung, was mit sehr hohen Schmerzen verbunden ist. Das Bein einzuschienen wäre ohne Schmerzmittel undenkbar gewesen. Wenn ich jetzt nicht vor Ort gewesen wäre, dann hätte man Notarzt nachalarmiert. Das kostet dann natürlich Zeit. Das kann eine Viertelstunde gehen, das kann eine halbe Stunde gehen, das kann auch eine Stunde gehen. Notärzte sind rar in der Region. Und im normalen Rettungswagen kommen zuerst nur die Rettungsassistenten und Sanitäter. Ja, dann nochmal anheben am Einsatz. Sie dürfen uns die Augen zumachen, gell, wenn Sie müde werden. Einfach euch gleich zumachen. Unten am Parkplatz wartet schon ein Rettungswagen. Der Verletzte soll nach Villingen-Schwenningen ins Krankenhaus. Okay. Ja, ich fahre jetzt mit. Der Patient hat von mir Medikamente bekommen und so kann ich ihn nicht allein ziehen lassen. Genau, ich muss ihn jetzt erstmal Übergabe machen. Bergärztin Caro war heute zur Stelle. Für den Wanderer Glück im Unglück. Wenn Sie Schmerzen kriegen, sagen Sie Bescheid, gell? Später erfahren die Bergretter, der Mann musste operiert werden und blieb 12 Tage im Krankenhaus. Sommer am Feldberg. Auf ihrer Hütte halten sich die Bergretter für Notfälle bereit. Doch Adrian Probst und seine Kameraden haben selbst große Sorgen. Die Kassen sind leer. Die Bergwacht steht kurz vor der Pleite. Einsatzkleidung und Verpflegung zahlen die Helfer sogar aus eigener Tasche. Und ein gehaltvolles Frühstück ist wichtig. Denn die Einsätze im Sommer kosten besonders viel Kraft.
Winter transportiert man in der Regel immer nach unten ab auf der Skipiste. Das ist recht wenig belastend körperlich. Im Sommer muss man öfter auch mal durchaus ein Stück bergauf. Man hat eine höhere Temperatur natürlich. Kommt man mehr ins Schwitzen also und im Sommer braucht man deshalb eine bessere körperliche Kondition. Der Schwarzwald lockt im Sommer genauso wie im Winter. Mehr als 8 Millionen Gäste zählt die Region jedes Jahr. An klaren Tagen sieht man von hier sogar die Alpen. Wenn einer der vielen Touristen in Not gerät, rücken die Bergretter aus. Einer der letzten Einsätze endete aber für die Helfer selbst mit einem dramatischen Unfall. Ich habe die Fotos noch vor Ort. Zeig mal her. Geht's denn gleich runter? Und dann extrem. Das Einsatzauto ist einen Abhang hinuntergerutscht. Über 60 Meter. Der Fahrer wurde wie durch ein Wunder nicht schwer verletzt. Doch das Auto ein Totalschaden. Ja, ordentlich demoliert. Wir hatten eigentlich die Hoffnung, dass das Fahrzeug, was ja auch Vollkasko versichert war, komplett ersetzt wird von der Versicherung. Es war ein halbes Jahr alt, das Auto, aber dem ist nicht so. Wir haben ca. 20.000 Euro, die wir jetzt nochmal irgendwo auftreiben müssen. Der Unfall hat ein tiefes Loch in die Kasse der Bergretter gerissen. Im Schnitt können die teuren Einsatzautos nur alle 15 Jahre durch neue ersetzt werden. Der Fahrer saß als einziger im Wagen. Er wollte bei einem Einsatz auf einem schmalen Waldweg wenden und rutschte in die Tiefe. Jeder Rettungseinsatz birgt ein gewisses Restrisiko, das man nicht auf null minimieren kann. Dennoch stellt man natürlich die eigene Sicherheit an die erste Stelle. Aber dieses Restrisiko bleibt und auch nur weil dieses Restrisiko ja auch besteht für unsere Kräfte, werden wir überhaupt alarmiert. Der Fahrer kam mit einem gebrochenen Schlüsselbein davon. Doch das Auto ist hinüber. Die Bergretter mussten lange dafür sparen. 70.000 Euro hat der Einsatzwagen gekostet. Wie sich die Bergwacht ein neues Fahrzeug leisten soll, weiß niemand. Bergretter brauchen dringend mehr Geld vom Land. Adrian schlüpft deswegen immer häufiger in seinen feinen Anzug. Er ist der neue Vorsitzende der Bergwacht Schwarzwald. Der gelernte Forstwissenschaftler übernimmt auch diese Rolle ehrenamtlich, neben seinem eigentlichen Beruf. Politikerbesuch auf der Bergwachthütte. Adrian erklärt dem CDU-Landtagsabgeordneten Patrick Rapp die finanzielle Notlage. Rettungsdienst. Ja, da muss man mal hin und her rechnen. Es ergibt sich aber eine Größenordnung in diesem Bereich. Ich habe immer gesagt, so zwischen 300.000 und 400.000 Euro. Bis zu 400.000 Euro. So viel bräuchte die Bergwacht vom Land pro Jahr. Aber das ist ja jetzt kein Wolkenkuckucksheim. Das sind ja realistische Grundlagen. Hin und wieder, glaube ich, brauchst du mal den Paukenschlag, um mal ein paar wach zu rütteln. Es liegt uns nicht. Also als Bergwacht ist man nicht so konstituiert, dass man sagt, also wir hauen jetzt auf die Pauke. Aber ich meine, auf den Bedarf mal hinweisen müssen wir halt. Das ist jetzt der Bedarf. Bislang bekommen die Bergretter für Anschaffungen pro Jahr insgesamt gerade einmal 70.000 Euro. Ja. Davon müssen im ganzen Schwarzwald die Bergwachtfahrzeuge bezahlt und instand gehalten werden. Das ist so gut wie unmöglich. Wenn jemand im Gelände liegt und Hilfe braucht und man hat irgendein Mittel noch zur Verfügung, dann hilft man dem. Also ein Streik, wo man daheim bleibt, das machen wir nicht. Bei uns ist aber der Punkt schon erreicht, dass wir schlicht keine Fahrzeuge haben. Wenn der TÜV die Genehmigung nicht erteilt, man kann schlicht nicht ausrücken. Und dann ist das Ergebnis natürlich das Gleiche. Die Bergwacht kommt nicht, aber man muss dazu sagen, nicht weil wir nicht wollen, sondern weil wir nicht können. Vieles stemmen die Bergretter aus eigener Kraft. Patrick und seine Kameraden bauen gerade einen neuen Sanitätsraum an der Hütte. Mit Hilfe von Spendengeldern und viel Fleiß. Hi. Hallöle. Na, wie läuft's? Gut soweit. Ich habe ja noch deinen Melder.
Ich würde da runtergehen, eine Runde rechnen. Dann kann man schön aussehen und dann passt es. Also gut. Ja? Dann bis später. Jo, bis später. Patrick trägt den Einsatzmelder Tag und Nacht bei sich. Bei einem Notruf lässt der Fliesenlegermeister alles stehen und liegen. Ja, es kommt halt immer auf die Arbeit drauf an, was ansteht. Ob ich irgendwelche Kleber angerührt habe, die halt einfach aushärte. Dann habe ich halt im Einsatzfall Material, das hart wird in der Zeit. Das bezahlt mir halt dann keiner. Alle Bergretter machen hauptberuflich etwas anderes. Caro arbeitet als Narkoseärztin in der Freiburger Uniklinik. Sie schreibt noch immer an ihrer Doktorarbeit. Alles unter einen Hut zu bekommen, bleibt schwierig. Man muss einfach gut organisiert und gut strukturiert sein. Also langes Ausschlafen, das gibt es halt einfach nicht. Und dann ja, kann man ja die 24 Stunden vom Tag auch nutzen. Sommergewitter im Schwarzwald. Einsatz für die Bergretter. Ein Notruf von der Sommerrodelbahn. Da kam es wohl zu einem Auffahrunfall auf der Coasterbahn. Und gemeldet wurde jetzt eine 50-jährige Patientin, die bewusstlos wohl dort noch auf der Strecke liegt. Das klingt ernst. Die Touristin aus Israel war bewusstlos und ist jetzt wieder ansprechbar. Sie klagt über starke Schmerzen im Rücken. So ein Aufprall mit hoher Geschwindigkeit kann schlimme Folgen haben. Die Frau spricht kein Deutsch. Adrian versucht es auf Englisch. Wie stark sind die Schmerzen? Auf einer Skala von 1 bis 10. Starke Schmerzen. Die Wirbelsäule scheint verletzt zu sein. Die Helfer fordern einen Hubschrauber an und versuchen, den Rücken zu stabilisieren. Wir drehen sie jetzt auf den Rücken. Ganz langsam. Die Bergretter dürfen keine Schmerzmittel verabreichen. Das ist nur ausgebildeten Ärzten wie Caro erlaubt. Aber die schiebt heute Dienst im Krankenhaus. Dennoch kann man als Laie schon sehr viel zur Schmerzlinderung beitragen, indem man den Patienten beruhigt, indem man ihn wärmt, ihn richtig lagert und die Maßnahmen, die man bei der Lagerung und so weiter ergreifen kann, richtig durchführt. Das schafft Vertrauen, Ruhe und nimmt dem Patienten Angst und dann am Ende auch den Schmerz. Mittlerweile ist der Notarzt eingetroffen. Sie kriegen jetzt Medikamente. Der Arzt gibt der Frau Schmerz- und Beruhigungsmittel. Immer wieder passieren auf dieser Rodelbahn schwere Unfälle. Bald soll eine elektronische Bremsanlage weitere Zusammenstöße in Zukunft hier verhindern. Okay. Da, die Position läuft. Die Patientin geht es wärmer jetzt dann so langsam. Geht nicht im Anflug. Now we are on a good way. Doch Patrick sorgt sich um den Helikopter. Wir haben momentan am Gipfel Böe von 15 Knoten. Hier unten auf der Mast haben wir 1 bis 3 Meter Wind. Und deshalb muss der Pilot später entscheiden, ob er überhaupt einfliegt. Das Gelände ist steil und das Wetter wird immer schlechter. Der Pilot will trotzdem versuchen, hier zu landen. Katharina und die anderen versorgen die Patientin. Patrick weist den Hubschrauber ein. Für einen solchen Bergwachteinsatz zahlen die Krankenkassen eine Pauschale. Der Satz wurde zuletzt auf 550 Euro erhöht. Die Bergretter mussten dafür lange verhandeln. Die Patientin muss jetzt auf schnellstem Weg in die Klinik nach Freiburg. Und der Helikopter muss starten, solange das Wetter es noch zulässt.
Die Bergretter erfahren später, die Verletzte hatte mehrere Brüche, auch in der Brustwirbelsäule. Sie lehnte eine Operation in Deutschland ab und wollte nach Hause. Ihre Genesung dauerte fast 3 Monate. Am Uniklinikum Freiburg arbeitet Caro nun schon seit 1,5 Jahren in der Anästhesie. Als Assistenzärztin wechselt sie alle paar Monate die Abteilung. Die Erwartungen an die junge Medizinerin sind hoch. Den ganz klaren Welpenschutz, den habe ich jetzt nicht mehr. Aber natürlich kommt jetzt langsam ein bisschen Routine rein. Es wird einem auch viel mehr zugetraut und dann ja, kann man auch da ein bisschen Verantwortung übernehmen. Die 27-jährige Caro will etwas erreichen im Leben. Im Operationssaal, genauso wie bei der Bergwacht. Dass ihr alles manchmal über den Kopf wächst, gibt die ehrgeizige Aufsteigerin nur ungern zu. Da müssen ihr schon andere den Spiegel vorhalten. Meine Familie und Freunde, die sprechen mich schon manchmal drauf an, wenn ich wieder ein bisschen gereizte Stimmung habe. Zum Beispiel, das kommt tatsächlich ab und zu mal vor, wenn ich sehr müde aussehe. Oder wenn ich einfach irgendwie unausgeglichen wirke, dann sagen die mir, komm, es wird mal wieder Zeit, eine Runde in die Berge zu gehen. Auf der Bergwachthütte am Feldberg plant Katharina ihre berufliche Zukunft. Die Bankkauffrau schreibt Uni-Bewerbungen. Sie will Tourismusmanagement studieren. Und bewirbt sich ausgerechnet im weit entfernten Kempten. Mich macht es halt glücklich und zufrieden, wenn ich andere Menschen so sehe, glücklich und zufrieden. Und wenn ich weiß, okay, ich kann dazu ein bisschen beitragen, dann macht es mir noch viel mehr Spaß. Für das Studium müsste Katharina aus der gemeinsamen Wohnung mit Freund Patrick ausziehen. Was machst du? Ich gucke mir gerade Unis oder halt Hochschule an. Aber ich sag mal so, das sind 3 Jahre. Das ist eine absehbare Zeit. Dann kommst halt du mal runter, ich komm mal hoch. Dann geht es schon. Da habe ich keine Bedenken. Katharina und Patrick versuchen, die drohende Fernbeziehung mit Reife und Vernunft anzugehen. Wir sind beide noch junge Menschen und ich denke halt, dass man trotzdem seinen eigenen Weg geht und den möglichst dann auch zusammen irgendwo geht. Aber so beruflich und so muss jeder sein eigenes Ding machen. Auf den weit verzweigten Wanderwegen des Schwarzwalds eilen die Bergretter zu einem Patienten. An Caros Seite Bergwacht-Einsteiger Sebastian. Ein 82-jähriger Spaziergänger ist gestolpert. Hatte er einen Schwächeanfall? Mit dem Herz alles gut? Arrhythmien habe ich. Okay, und sonst auch im Normalfall körperlich gut belastbar? Keine Schmerzen auf der Brust jetzt im Moment? Nein. Gar nichts. Okay. In dem Alter kann ein kleiner Sturz große Folgen haben. Wenn Sie jetzt irgendwie Kopfschmerzen kriegen, Übelkeit kriegen, Erbrechen kriegen oder ähnliches, dann bitte sofort in die Klinik gehen. Ja? Das sind alles Zeichen dafür, dass vielleicht doch im Kopf irgendwie eine stärkere Gehirnerschütterung sein könnte. Sebastian gibt Meldung an die Zentrale. Also Patient wird vor Ort mit einem Pflaster versorgt und wir kommen runter zum See. Caro lässt nun den Anfänger ran. Sebastian braucht Routine für seine Sommerprüfung, die jeder angehende Bergretter bestehen muss. Ist da kein Dreck rein? Es kühlt. Es kühlt. Ist es angenehm? Ja. Gut, dann machen wir da noch ein bisschen weiter. Ich habe ja auch nicht geschwitzt. Name und Geburtsdatum verraten bitte. Das wäre ganz. Der Sturz hat ein paar Schrammen hinterlassen. Ansonsten scheint der Senior aber ganz munter. Hätten die Wehen zu Wasser reingesetzt. Er will unbedingt weiter wandern. Aber wie gesagt, also sollten sich die Krankenkassen zahlen in so einem Fall nichts an die Bergretter.
weil der Patient an keinen Rettungswagen übergeben wurde. Ein wenig schneller wieder. Also, Dankeschön. Gerne. Kommen Sie gut heim. Ja, Sie auch. Tschüss. Wenn das jetzt irgendwie ein geschützter Mountainbiker oder sowas gewesen wäre und da wirklich auch hohe Geschwindigkeiten im Spiel gewesen wären, dann hätten wir da vielleicht auch anders entschieden. In dem Fall war es so, dass er wirklich ausgerutscht ist aus dem Laufen. Es war auch kein schnelles Laufen, es war Laufen beim Bergauf. Also beim Bergaufgehen, das war also wirklich auch mit geringer Geschwindigkeit ausgerutscht. Und in dem Fall, denke ich, kann man schon sagen, dass er nach Hause gehen darf. Zur gleichen Zeit eilt Patrick zu einem anderen Unfall. Nur der Helikopter war schneller. Der Notarzt ist schon da. Eine Radfahrerin ist bei hoher Geschwindigkeit gestürzt. Sie ist schwer verletzt und hat Prellungen am ganzen Körper. Sogar der Helm ist gebrochen. Fünf Helfer versorgen jetzt die Wunden der Frau. Ihre Freunde haben den heftigen Sturz miterlebt. Wir sind hier runtergekommen und da ist eine Senke, ja, und da ist sie drüber geschanzt und hat beim Aufkommen den Lenker verrissen, also ist schräg aufgekommen und dann ist sie abgestürzt und mit dem Kopf praktisch aufgekommen, hat einen Überschlag gemacht gehabt, hat sich dann stark die Hüfte geprellt und alle ein bisschen gedätscht. Die Patientin ist bei Bewusstsein, aber sie hat offenbar eine Gehirnerschütterung. Ob auch der Rücken verletzt ist, können die Ersthelfer noch nicht sagen. Die Frau muss zum Röntgen in die Klinik. Ihre Freunde sind dankbar für die schnelle Hilfe. Es hätte wesentlich schlimmer ausgehen können. So konnte sie sich jetzt noch äußern, aber sie hat einen Schock. Und ist sicher auf Kopf gefallen, der Helm hat einen Bruch. Und sie hat jetzt mindestens 20 Mal gefragt, was passiert ist. An der Uniklinik in Freiburg wird sich der Verdacht bestätigen. Gehirnerschütterung. An der Hüfte und am Rücken hat sie schwere Prellungen. Aber zum Glück finden die Ärzte nichts Schlimmeres. In Todtnau gehen die Bergretterinnen Katharina und Diana heute mal shoppen. Stimmt. Hallo. Hallo. Wie darf man behilflich sein? Ich suche einen Wanderschuh. Okay. Schuhe, Hosen, Jacken. Die Kleidung, die sie für die Bergwacht brauchen, müssen die ehrenamtlichen Helfer selbst bezahlen. Und vernünftiges Schuhwerk hat nun mal seinen Preis. Preislich ungefähr? Um die 200 Euro bei den Schuhen. Okay. Wenn man stabile Schuhsohle brauche, sind wir in der Kategorie. Deswegen ist es auch eine Sache, dass man sich sowas gut überlegt. Gut anprobiert, ob er wirklich passt, weil klar, so 220 Euro gerade mal auszugeben für jemanden, der nicht voll verdient, ist natürlich schon ordentlich was. Diana macht gerade ihr Referendariat als Lehrerin. Für die Wintersaison zahlen die Bergretter sogar die teure Skiausrüstung aus eigener Tasche. Doch jammern hilft nicht. Katharinas alte Schuhe sind verschlissen. Die Farbe ist auch super. Der ist echt super leicht und sehr bequem. Also den nehme ich. Wunderbar, also gut. Dann gehen wir in die Kasse. Dankeschön für die gute Beratung. Gerne. Diana dagegen kann sich heute noch nicht so richtig entscheiden. Adrian ist derweil unterwegs nach Kirchzarten. Er will Büroräume besichtigen. Denn die Bergretter müssen aus ihrer alten Verwaltungszentrale in Freiburg schon bald ausziehen. Dieses Gebäude hier könnte das Passende sein. Adrian sucht schon seit Monaten, vergeblich. Jetzt gibt es Hoffnung. Der Hausverwalter hat in der Zeitung von den Geldsorgen der Bergwacht gelesen und will ein faires Angebot machen. Man könnte hier 4 Büroräume machen. Und pro Segment wären 2 Arbeitsplätze denkbar, oder? Ja, das würde ich sagen. Man könnte gut 2 Arbeitsplätze schaffen. Mhm. Es wäre also dann die Räume hell und großzügig geschnitten. Ideal für die Verwaltungsarbeit, die der Rettungsdienst so mit sich bringt. Ich folge das machen, ne? Schön. Dankeschön.
Und im Keller gibt es genügend Stauraum. Doch jetzt die entscheidende Frage. Wo liegt man denn da so von der Größeordnung her? Also erfahrungsgemäß liegen wir da bei 10 Euro inklusive der Nebenkosten. Es soll halt so sein, dass es für beide am Ende auch machbar ist. Ja, das ist so die Größeordnung, an der wir uns auch orientiert haben. Klingt gut. Bisherige Angebote waren viel teurer. Damit steht der Entschluss. Die Verwaltungszentrale der Bergwacht wird hier einziehen. Derweil sind Katharina und Patrick in Bad Tölz. Im Simulationszentrum der Bayerischen Bergwacht nehmen sie an einer schwindelerregenden Ausbildung teil. Luftrettung mit dem Helikopter. Katharina ist nervös. Stell dich da hin. Sie hing noch nie frei schwebend nur an einem Seil. Im Notfall ist das aber nötig. Wenn Verunglückte zum Beispiel an einem Ort liegen, den die Bergretter nur per Helikopter erreichen können. So, und ab auf 13 Meter. Die Hubschrauberattrappe ist täuschend echt. Dann muss Katharina sich alleine trauen. So. Dann stellst du dich auf die untere Kufe. In die Position und hältst dich hier innen fest. Es geht wieder abwärts. Im Ernstfall würden der Wind und Lärm der Rotorblätter den Adrenalinspiegel zusätzlich in die Höhe treiben. Das mag sich Katharina gar nicht ausmalen. Ja, ich bin erleichtert jetzt, dass ich wieder hier unten bin, weil ich weiß nicht, ich habe es lieber, wenn ich mit beiden Füßen auf dem Boden stehe. Jetzt sind die beiden gerüstet und hoffen trotzdem, dass solch ein Notfall so schnell nicht kommt. Zurück am Feldberg. Katharina ist schon wieder im Dienst. Eine Wanderin hatte mitten im Wald einen Krampfanfall. Die Zeit drängt. So ein Anfall kann zu Herz-Kreislauf-Versagen führen. Es ist Ende Juli, Hochsaison im Schwarzwald. Der Helikopter mit dem Notarzt ist in der Nähe gelandet. Die ortskundigen Bergretter werden das Ärzteteam durch den dichten Wald zur Patientin führen. 3 Minuten Fuß machen. Sie müssen zu Fuß weiter und bereiten schon alles für den Abtransport aus dem steilen Gelände vor. Schwüle Hitze, 30 Grad. Jetzt geht es bergauf. Werden Sie die Patientin diesen Hang hinunterkriegen? Jetzt warte mal einfach mal kurz, wenn es gar nicht geht, dann kriegen wir sie hier schon runter. Aber der Weg ist sehr, sehr unwegsam. Der Krampfanfall ist vorüber. Die Frau ist ansprechbar, steht aber unter Schock. So ein Anfall kann durch Unterzuckerung ausgelöst werden. Also sonst sieht jetzt alles momentan gut aus. Auch der Blutzucker ist in Ordnung. Der Arzt befragt den Ersthelfer, einen Wanderer. Man ist dann seitlich gegangen und komplett verkrampft. Ich kenne es von meiner Katze, die hat auch epileptische Anfälle. Es ist ein blöder Vergleich, aber es ist genau gleich. Also die Symptome. Ich schätze 4 Minuten. Also ich hatte Angst, dass sie da zu wenig Sauerstoff bekommt. Die Patientin hatte so einen Anfall schon einmal, vor vielen Jahren. Epilepsie wurde bei ihr aber nicht festgestellt. Die Frage. Durch den Anfall heute ist sie gestürzt und mit dem Kopf aufgeschlagen. Wir werden jetzt die Patientin mit der Gebirgstrage abtransportieren. Die anderen schauen jetzt gerade noch nach einem geeigneten Weg, weil der Weg, sieht man, der ist recht verwurzelt. Und ja, der David hat jetzt gerade gesagt, sie haben was gefunden.
Die Bergwächter nutzen eine spezielle Gebirgstrage, um Patienten aus jedem Gelände retten zu können. Die Frau scheint nicht schwer verletzt, ist aber sehr wackelig auf den Beinen. Sie kann den steilen Berghang nicht zu Fuß bewältigen. Schnüre und Schnallen sorgen dafür, dass die Patientin im Steilhang nicht von der Trage rutscht. Zwei Bergretter stemmen sich vorne gegen die Last. Zwei weitere ziehen hinten. Das Tragen von Patienten kostet viel Kraft. Vor allem im Sommer, wenn die Helfer nicht auf Skiern und Schlitten bergab gleiten können. Übergabe. Die Frau hatte hier im Gelände einen Krampfanfall. Die Ursache für diesen Krampfanfall ist aber momentan noch unklar. Deswegen kommt sie jetzt in die Klinik zu einem Neurologe, der sich das Ganze nochmal anschaut. Und dann wird man eine genauere Diagnose haben. Von der Gebirgstrage in den Rettungswagen. Doch auch später im Krankenhaus finden die Ärzte keine Erklärung dafür, warum die Frau krampfend zusammengebrochen ist. Sie will noch am selben Abend nach Hause, auf eigenes Risiko. Ein großer Tag für alle angehenden Bergwächter. Unter ihnen Einsteiger Sebastian. Die Sommerprüfung ist eine entscheidende Hürde in der Ausbildung zum Bergretter. Erstes Prüfungsfach, Notfallmedizin. Caro ist die Prüferin. Und Sebastian muss zeigen, was er gelernt hat. Hallo, was ist denn passiert? Ja, wir haben hier Bäume gefällt. Mal tief ein- und ausatmen. Kriegen Sie gut Luft, ja? Caro und ein zweiter Prüfer beobachten jeden einzelnen von Sebastians Handgriffen. Jetzt nix? Nee. Okay, so jetzt kriegt ein Kamerad spielt den Patienten und das mit vollem Einsatz. Okay. Plötzlich schaut Caro noch kritischer hin. Hat sie einen Fehler bemerkt? Das Ergebnis erfährt Sebastian erst später. Ein kurzes Feedback gibt's aber schon jetzt. Was uns aufgefallen ist, dass ihr den Patienten sozusagen ohne Sicherung von der Schaufeltrage auf die Vakuummatratze gebracht habt. Da bitte in Zukunft wirklich drauf achten. Ein schlechtes Zeichen? Sebastian hat keine Zeit, darüber nachzudenken. Er muss weiter zur nächsten Prüfung. Seilsicherung für eine Gebirgstrage. Und plötzlich verliert der Prüfling vor lauter Seilen den Faden. Da verheddern wir uns nachher noch. Der Standplatz sieht irgendwie verdreht aus. Wenn da Last draufkommt, was passiert dann? Sebastian ist Berufsfeuerwehrmann und kennt sich eigentlich mit Technik aus. Doch hier geht es um die ganz speziellen Bergwachtregeln. Und zwar ist das Gelände hier so lang, dass unser Seil jetzt nicht gereicht hat. Und dann muss man eben zwischendrin das Seil verlängern. Und da das nur mit Knoten geht, ist es halt wichtig, dass man da dann die Sicherungskette nicht außer Acht lässt und dann Seil für Seil das eben wechselt. Endlich. Der Prüfling hat sich wieder einigermaßen sortiert. Der Sebastian hat schon wahnsinnig viele Grundlagen mitgebracht, aber das dauert dann schon so ein paar Jahre, bis man da richtig Routine reinkriegt. Und was man halt lernen muss, ist, dass man Verantwortung übernimmt und sich dann auch mal was zutraut. Am Nachmittag werten die Prüfer alle Ergebnisse aus. Die Bilanz? Düster. Die Durchfallquoten, Seil- und Knotenkunde, 8 Stück. Ich glaube, im Verhältnis zu den Prüflingen Negativrekord. Die Hälfte aller Prüflinge ist im ersten Anlauf dieses Jahr nicht durchgekommen. Das ist natürlich eine Durchfallquote, die recht hoch erscheint, die aber, glaube ich, auch unterstreicht und zeigt, dass unser Anspruch sehr hoch ist. 7, 16. Und was ist mit Sebastian? Sommerprüfung bestanden. Ja. Glückwunsch dir nochmal. Dankeschön. Mach's gut weiterhin. Vielen Dank. Prima. Merci. Ciao. Bis dann. Ciao. Zur Feier des Tages natürlich Schwarzwälder Kirschtorte. Und die durchgefallenen Prüflinge bekommen im nächsten Sommer eine neue Chance. Mhm.
An der Bergwachthütte nimmt der Anbau langsam Formen an. Bergretter David arbeitet an der Dachkonstruktion. Servus David, wie sieht's aus da oben? Ja, wird. Adrian kommt mit schlechten Nachrichten. Die Kosten für den Umbau sind aus dem Ruder gelaufen. Und das, obwohl die Bergretter die meisten Bauarbeiten selbst erledigt haben. Aber die Materialkosten sind für die klammen Bergwächter einfach zu hoch geworden. Patrick hat nochmal alles durchkalkuliert, die Zahl auf den Tisch gelegt. Wir liegen momentan 20.000 Euro über dem Budget. Finanziell seid ihr in einer privaten Vorlage schon gegangen, aber 20.000 Euro, das sind zu viel, das können wir nicht. Ja, das kriegt doch keiner gestemmt. Adrian hat keine andere Wahl. Er muss den Bau stoppen. Es ist natürlich auch frustrierend, weil man hat jetzt den Sommer durch jedes Wochenende hier durchgearbeitet, die Arbeitszeit eingebracht, auch das Material schon vorfinanziert. Und für den letzten Meter, für den reicht es nicht mehr. Und insofern noch mal ein Jahr warten, hoffen auf Fördermittel. Und das macht dann am Ende auch keinen Spaß mehr. Von diesen Sorgen bekommen die Touristen am Feldberg nichts mit. Und heute schon gar nicht. Es ist der 10. August, Laurenzi-Fest. Tausende Wanderer ziehen in Trachten von Hütte zu Hütte und begießen den Tag des heiligen Laurentius. Und die Bergwacht ist zur Stelle. Eine Frau ist gestürzt und hat sich am Knie verletzt. An Tagen wie diesen sind die Bergretter angespannt. Wenn Alkohol im Spiel ist, wissen sie nie, was auf sie zukommt. Die Verletzte wartet auf Hilfe, auf einer der bestbesuchten Partyhütten des Tages. Mitten im Trubel finden sie die gestürzte Wanderin. So. Oh Gott, ja, das sieht gut aus. Ich weiß, wie ist es denn von Schmerzen her? Können Sie es so aushalten oder wollen Sie nicht schießen? Nur nicht laufen, gell? Nur nicht. Oh ja, das ist aber schon ordentlich dick. Okay. Darf ich es einmal abtaschen, das Knie? Wenn Sie hier mal. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente ein? Aspirin oder irgendwas? Hinter der extremen Schwellung am Knie können sich alle möglichen Verletzungen verbergen. Wenn ich hier oben drücke? Der Plan wäre, dass wir einen Rettungswagen unten hin bestellen, der sie gerade in die Klinik bringt. Das ist, glaube ich, am einfachsten von hier aus. Ja? Dann kann man da einmal draufschauen, kann das Röntgen und dann. Ärztin Caro kann vor Ort wenig für die Verletzte tun. Sie muss ins Krankenhaus. Das Laurenzi-Fest geht ohne sie weiter. Wir bestellen jetzt einen Rettungswagen für die Dame. Das Knie ist echt massiv geschwollen. Also sie kann zwar schon noch selber laufen, aber das sollten wir schon abklären. Das kann was am Knochen sein, an den Bändern, am Schleimbeutel. Das können wir jetzt von außen nicht sehen. Die Verletzte ist tapfer. Sie will sich nicht tragen lassen, sondern selbst zum Bergwachtauto humpeln. Was wirklich mit dem Knie ist, wird erst das Röntgenbild im Krankenhaus zeigen. Wenige Tage später. Pressetermin auf der Bergwachthütte. Besuch der grünen Landtagsabgeordneten Ulrich Skerl und Andrea Schwarz. Adrian erklärt Politikern immer wieder, was die Bergwacht eigentlich macht. Das ist die Wache im Schwarzwald oder ja, im ganzen Land, die am häufigsten frequentiert wird an Einsätzen. Bedingt natürlich auch durch das Skigebiet, aber mehr und mehr auch im Sommer. Wanderer, Mountainbiker, Gleitschirmflieger. Seine Botschaft soll endlich ankommen. Die Bergwacht hilft allen und ist selbst in Not. Vieles ist teurer, als man meint. Auch die speziellen Transportschlitten. Dieses System liegen wir so bei wenig über 2.000 Euro. Obwohl es unspektakulär aussieht eigentlich. Ja, klar. Die Besucher zeigen sich beeindruckt. Adrian hofft, dass auf die warmen Worte auch Taten folgen werden. Das ist für uns nicht hinnehmbar, dass Ehrenamt sozusagen zum Erliegen kommt, weil Fahrzeuge und die Technik nicht mehr funktionieren. Das geht nicht. 70.000 Euro. Die Sie kriegen von der Landesregierung. Ja.
Adrian zieht zurzeit alle Register. Klinken putzen bei der Politik und öffentlich Druck machen über die Presse. Gedeckt wären die Kosten, wenn wir 780 Euro hätten. Mir geht es ums Prinzip, nämlich dass Ehrenamt sich lohnen muss und dass Bergrettungsdienst, Rettungsdienst allgemein auch in Baden-Württemberg funktionieren muss. Und dieses Ziel, das habe ich mir sehr strikt gesetzt und daran arbeite ich. Und bevor dieses Ziel nicht erreicht ist, ist für mich das Projekt Bergwacht nicht abgeschlossen. Denn ohne die Bergretter geht es nicht. Patrick unterwegs zum nächsten Notfall. Ein Wanderer ist gestürzt. Das Team vom Deutschen Roten Kreuz bekommt den Patienten ohne zusätzliche Hilfe nicht aus dem Wald. Der 83-Jährige ist schwach auf den Beinen. Die Hitze und Anstrengung waren zu viel für seinen Kreislauf. Die Bergretter beratschlagen, wie sie den Patienten heil nach unten bringen können. Der Hang ist so steil, dass sie die Trage zusätzlich mit Seilen sichern müssen. Während der Vorbereitungen erzählt der Senior, er war früher selbst lange bei der Bergwacht. Hinter den 30 Jahren. Ja, wir haben ja auch immer viel die Schieferunfall da gerettet, gell? Ihn zum Arzt gebracht und auch über den Hubschrauber haben wir sie in die Klinik runtergebracht. Jetzt geht es auch für ihn nach unten. Eins, zwei, drei und schön Knie durchdrücken. Sehr schön. Super. So, und jetzt drehen wir ein wenig. Sicherlich ein seltsames Gefühl, nach so vielen Jahren als Bergretter nun selbst gerettet zu werden. Ein bisschen mehr in die Mittelrutsche, geht es? Jawohl, super. Im Jahr 1922 wurde die Bergwacht Schwarzwald gegründet. Die Bergretter stemmen jährlich 1500 Einsätze. Sechsmal so viele wie noch vor 20 Jahren. Dann eine gute Besserung. Ja, danke Ihnen. Bitte. Gute Zeit. Das war ein ehemaliger Kollege. Und das ist natürlich schade, wenn man ihn auf dem Wege aus dem Gelände transportieren muss. Aber er war noch guter Dinge. Die Hilfe der Bergwacht ist heute nötiger denn je. Nach Dienstschluss verbringen die Freunde gerne ihre Freizeit gemeinsam. Heute Grillabend am Feldsee. Gemüse. Und Katharina hat Neuigkeiten. Sie ist in Kempten angenommen. 3,5 Stunden trennen sie bald von der Bergwacht und von ihrem Freund Patrick. Und Caro will nach wie vor beides zugleich schaffen. Klinikdienste und Bergwacht. Das Gemeinschaftsgefühl hier will sie nicht missen. Die Bergwachtfreundschaften, die sind schon sehr eng. Also ich glaube, da muss ziemlich viel passieren, dass man sich komplett aus den Augen verliert. Es ist Ende August. Der Sommer am Feldberg war kurz und intensiv. Und mit dem Herbst kommen gute Nachrichten. Die Bergwacht soll endlich mehr Geld erhalten. Das Land Baden-Württemberg zahlt 4-mal so viel wie bisher. Damit können sie endlich neue Einsatzfahrzeuge anschaffen. Adrians unablässiges Klinkenputzen hat sich am Ende gelohnt. Man kann auch ganz große Ziele am Ende erreichen. Und das schon in jungen Jahren erfahren zu dürfen mit einer Mannschaft, die dann wirklich geschlossen zusammensteht, das ist eine schöne Erfahrung, eigentlich ziemlich perfekt. Eine Gemeinschaft, die bleiben wird. Auch nach diesem Sommer des Aufbruchs für die Retter vom Feldberg.